Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy 13. In der letzten Folge haben wir jetzt endlich hier diesen Taijin-Turm betreten und einen riesigen Farsi an der Spitze des Turms rumfliegen sehen. Und über den haben wir sogar ein paar Infos bekommen. Farsi Dahaka. Der Farsi Dahaka hat sich im Taijin-Turm in Grand Pulse eingenistet. Trotz seines gewaltigen Leibes vermag er gemächlich durch die Luft zu gleiten. Die meisten Farsi in Grand Pulse bewegen sich auf oder unter der Erde und gestalten das Land in irgendeiner Form, doch nicht so Dahaka. Er scheint aus der Luft den Boden abzusuchen oder vielleicht sogar den Himmel selbst. Aha. Ja, Farsi Dahaka. Er wird auf uns warten. Soll er doch. So, Taijin-Turm betreten, mal sehen. Hopp, das sagst du schon in fast jeder Folge. Ihr dagegen gefällt's. Oh. Ist etwas groß hier. Hearing that, am I? No, it couldn't be them, could it? I don't know. It's weird, like voices in my head. I hear it. Your presence here draws the tyrant's gaze. Leave this place at once. We can't leave. This is the only way for us to get through. Please. Help us! As you wish. Look for us, and the way will open. Uh-huh. That was easy enough. You never know. Could be a trap. Could be. Don't see no stairs, though. Do you? Nope. This is our ride. Bumpy or not. Watch my back. Na schön. Die Statuen wollen uns hier nicht. Da hinten haben wir einen Schatz. Lässt uns der Managarm da ran oder steckert er wieder rum? Nee, er lässt uns ran. Hehe. Eine Blitzschildkreole. Oh. Okay, neue Daten haben wir ja bekommen. Regionen und Einrichtungen der Taijin-Turme. Ja. In grauer Vorzeit errichteten die Farsi den gewaltigen Taijin-Turm. Der Grund seiner Entstehung ist unbekannt, doch es könnte ein Versuch der Farsi gewesen sein, auch den Himmel über Grand Pulse als Lebensraum zu erobern. Welche Absicht die Farsi auch ursprünglich verfolgt haben mögen, nun liegt der Turm umgestürzt da nieder und dient dem Farsi Dahaka als Hort. Tja. Okay. Der haust hier noch, wenn man so will. Noch mehr Schätze hier? Oder rennen hier nur ein paar Managarm rum? Ich habe den Schatz gehört. Gut, mal. Ah, okay. Alles klar. Aber wenn der Managar meint, uns wieder ans Bein pissen zu müssen, kann er haben. Eine hässliche Schnauze hat das Vieh. Boah.
didn't even break a sweat. Okay, mal wieder 2 MTP. Jetzt, wo wir mal alle Esper eingesetzt haben, können wir sie ja wieder ansparen. So. Was ist, was haben wir hier drin? 12 Reißzähne, na gut. Noch irgendwo ein Schatz? Das Gebiet ist so groß, man muss echt ein bisschen in die Ferne gucken. Nee, sieht nicht so aus. Lasst mich ja in Ruhe. Nein! Ey, was haben die denn für eine Reichweite? Ihr miesen, kleinen, hässlichen Viecher. Ja, ja, macht doch, was ihr wollt. Einer weniger. Hey. Okay. Erledigt. Sagen, können wir ja jetzt in den Aufzug steigen. Halt, da hinten ist doch noch ein Schatz. Keinen übersehen hier. Geld. Was soll das schon wieder? Okay, etwas über 70.000 Gil jetzt. So, Fahrstuhl. Eine Ebene rauf, bitte. Lange Fahrt für eine Ebene. Okay, gibt nur einen Weg raus, ja? Okay, gut. Warum denn nicht? Ist doch nur ein Aufzug. Okay, was haben wir? This? Some kind of trap? So ein verspielter Farsi. Prüfungen der Steinwächter. Um ihre Reise fortzusetzen, müssen die Gefährten Missionen für die 3 Steinwächter, die hier laut der 2. Ebene des Turms zu finden sind, erfüllen. Ohne die Mission zu erfüllen, ist ein Weiterkommen nicht möglich. Na gut, dann machen wir es eben. Okay, nichts Neues. Oh. Hey, take a look at that. Ja, sofort. Was haben wir denn hier für Gestalten? Wieder solche Mamlocoid-ähnlichen Roboter. Oder Janitoid, wie auch immer. Okay, der Name von denen ist irgendwie kaum auszusprechen, deswegen lasse ich es auch. Ordentlich Schaden. Okay, haben die jetzt irgendeine Schwäche, oder?
And I was just getting started. So, gut. Oh, 4800, das ist nicht übel. Trotzdem nichts im Vergleich zu dem Behemoth und diesem Riesenköter. Da haben wir sehr viele KP in kurzer Zeit sammeln können. So, bevor wir allerdings... Obwohl, nö, wir könnten die Mission ja schon annehmen. Na los, was sollen wir machen? Höret ihr, die ihr Mut im Herzen tragt. Ist euer Weg versperrt, suchet uns. Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einer Gigatin. Findet und strafet sie. Erlöset uns drei Hüter hier auf der zweiten Ebene. So soll der Weg frei sein. Gigatin. Hm. Sah auf jeden Fall nach so einem hässlichen Puddingmonster aus. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, Managarm und Roboter. Und schon die nächste Statue. Ich glaube, hier sollen wir noch nicht hin. Erstmal die jetzige Mission erfüllen, bevor wir die nächste anfangen. Könnte gut so möglich sein, dass der Pudding dort oben ist. Nicht wieder so ein dämlicher Managarm, lass uns in Ruhe. Der hat uns doch noch eingeholt. Hätte vielleicht ausweichen sollen. Was soll's. Solange es nur einer ist und nicht drei oder vier. Erledigt. Na, 3 MTP. Beschwören wäre wieder möglich, aber... Ah, oh. Das Vieh ist groß. Riesiger, ekelhafter Pudding. Ugh. Widerlich. Nee. Ach, Mist. Okay, Gigatin. Wir werden erstmal Drakonische Liga einsetzen. Und dann eine kleine Analyse durchführen. Er ist schwach gegen Elektrizität, halbiert aber physische Angriffe. Verstehe. Kannst du nicht ein bisschen schneller sein? So, es reicht's. Auf ihn. Los. Ah, der Schock könnte gleichzeitig mit dem Tod eintreten. Ja, fast. Naja, 4 Sterne. Gut, aber Auftrag erfüllt. Was kriegen wir als Belohnung? Eine Vitalitätsschärpe. Okay.
da haben wir gleich die nächste. Klar, warum nicht? Nehmen wir noch an. Was hast du für uns? Oh. Höret ihr die Mut im Herzental? Meine Kräfte sind entschwunden, geraubt von einem Phalangit. Findet und strafet ihn. Sieht aus wie so ein Phalanx-Monster. Aber wohl etwas stärker. Na schön. Könnte da sein, wo wir die zwei neuen Roids getroffen haben, deren Namen ich nicht aussprechen kann. Und dem einen Managam. Gut möglich, dass der da rumspringen. So. Oh ja, oh ja. Und dann gleich noch mit ein paar anderen Robots. Ugh. 2 MTP, Mist. Was soll's? Erledigen wir noch. So, erstmal analysieren. Erstmal die kleinen Helfer. Und dann den Großen. Wobei ich mir sicher bin, dass der Große wieder Verstärkung ruft. Deval und Pein wäre gut. Halt, was habe ich da gesehen? Widersteht Zaubersprüchen. Nee, halbiert Zaubersprüche und widersteht physischen Angriffen. Ist ja sehr nett. Ja, gut, ist richtig. Okay. Kräftig. Sehr, sehr kräftig. Weiter. Los, 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 los. Schocken das scheiß Vieh. Schon gesehen, dass er auf mich losgeht. Okay, und jetzt schocken. Schnell, bevor er Verstärkung ruft. Oho. Die sind schon weg? Okay, gut. Von mir aus. Okay. Auch die Mission erfüllt. Teilchenbeschleuniger. 3 Stück. Wow. Die verwöhnen uns hier. Die werden mal sehr nützlich. Und hier haben wir gleich die nächste Mission. Aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann werden wir noch die Mission dieser Statue erfüllen und hoffentlich weiter nach oben kommen. Also, bis dahin. Tata!